Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder und ich bin jetzt ein bisschen unterwegs. Ja, wir werden uns mal gucken, wir werden mal schauen, dass wir zwei Arenen uns holen. Damit ich mir mein Klickerchen holen kann, meine 20 Taler. Das sind die einzigen, die jetzt gerade für mich noch zugänglich sind oder schnell zugänglich sind. Ja, was kann ich sagen? Extremer Hype. Das ist unglaublich. Normalerweise ist es hier in der Umgebung um, ja, sagen wir mal 22, 23 Uhr immer schon sehr ruhig. Aber ja, hier geht es bis in die Nacht. Also hier wird bis in die Nacht gezockt. Die rennen hier auch alle bis in die Nacht rum. Ist immer sehr interessant. Aber naja, warum nicht? Ist ja auch ein lustiges Spiel. Ich zeig mal meine Pokémon, die ich bis jetzt so habe. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu doll. So, das hat sich bisher getan. Ja, schon einiges, ne? Ja, ich werde jetzt leider einen Berg hochkraxeln müssen. Ist ja nicht so einfach. Ich hoffe, das Spiel läuft jetzt flüssig, weil es war kurzzeitig offline. Weiß auch noch nicht so genau, was ich mache während der Aufnahme, wenn ich jetzt auf andere Leute treffe. Man ist nämlich sehr redselig in diesem Spiel mit anderen Leuten. Besonders wenn sie aus einem anderen Team sind. Ja, auf jeden Fall werden wir das hier oben uns holen und dann gehen wir da hinten hin und holen uns das auch noch. Ja, das ist so der Plan für jetzt. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Ich weiß nicht, wie viele jetzt drin sind. Jetzt muss ich mal kurz hochkraxeln, Sekunde. Ja, und wenn ich sage kraxeln, meine ich hochrennen. Mit Schwung. Immer wieder eine Freude. Aber verdammt. Da wird man echt sportlich mit. Uiuiui. Ja, mal sehen, ob ich irgendwann mal die Action-Cam mitnehme. Vielleicht ist das eine Idee, aber es ist immer so eine Frage, wenn man andere Leute halt filmt. Viele wollen das nicht. Und man will es ja auch nicht provozieren. So, das Gute ist, hier ist immer eine Bank. Da kann man sich sehr schön hinsetzen. So. Dann schauen wir mal. Ja, ist ja nicht viel. Den Kollegen kenne ich auch. Den habe ich tatsächlich hier das erste Mal getroffen. Und jetzt hauen wir ihm mal sein Viehzeug weg. Beziehungsweise sein Vieh weg. Und uns die Arena. Und dann können wir schon weiter schnitzeln. Es ist unglaublich warm. Die Sonne knallt runter. Ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man immer abends unterwegs ist. Na. Ja, bei den Push-Mitteilungen muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege, dass man da nicht so geflutet wird während der Aufnahme. Das Relaxo hat schon echt coole Moves, ne? Aber es ist halt wenig effektiv gegen Hypno. Sieht man ja nicht sehr effektiv und trotzdem haut es halt um. Ja, das haben wir. Hat gekloppt. Und dann setzen wir mal unser Pokémon in die Arena. Ich habe ja im ersten Video erzählt, dass der als erstes sein Pokémon da reinsetzt, der Arena-Leiter ist. Das ist kompletter Quatsch. Das stimmt nicht. Unwahrheit. Sondern der mit dem höchsten Viehzeug. Also sprich, wenn einer einen 100er reinsetzt und der erste ist, der was reingesetzt hat, und dann kommt einer mit seinen 1000er Pokémon, dann wird das ausgetauscht. Dann ist der Arenaleiter. Ja, das Wissen hatte ich fälschlicherweise von, ich weiß nicht, irgendeiner Seite, wo ich das gelesen habe. Dort wurde gesagt, dass der erste, der halt da reingeht, die Arena leitet und auch bestimmt, welche Pokémon in welcher Reihenfolge kämpfen. Das stimmt nicht.
Ist aber auch eigentlich unrelevant, welche jetzt in welcher Reihenfolge kämpfen. Macht eigentlich den Braten nicht fett. Ach so. Es kam ja ein Ei. Habe ich einen Brüter? Schauen wir mal. Nee, gerade keinen parat. Aber so schon jede Menge. Ja, ich habe Geld reingesteckt. Ich habe mir gesagt, ein Spiel, das mich so fesselt, mit dem ich auch so lange zocken kann, das kann ruhig mal ein bisschen Geld wert sein. Finde ich jetzt nicht verkehrt. So, bis jetzt habe ich auch noch keinen gesehen, der gezockt hat. Vielleicht ganz gut. Ja, und dann werde ich mal schauen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben. Ich habe halt die Idee, entweder mache ich es halt so, dass ich mit der Cam mit aufnehme. Ist halt eine Idee. Seid ihr auch um die Umgebung seht, was halt außenrum passiert. Ich hoffe, ihr seht, was da gerade auf dem Bildschirm passiert, wenn es bei mir immer schwarz wird. Ja, guckt mir nicht die ganze Zeit immer aufs Handy. Wenn es doch schwarz geworden ist, tut es mir leid. Dann drehe ich jetzt immer ein bisschen rum. dann habe ich noch die Option, dass ich es halt so weitermache, wie ich es jetzt mache. Und halt kommentiere alles, was ich so mache und so rumlaufe. Oder möglicherweise, also ich konnte jetzt noch nicht drehen. Oder ich mache es halt so, dass ich ja, es aufnehme ohne Ton und dann quasi nachkommentiere. Das wäre auch eine Option. Das wäre für mich halt einfacher, weil ich dann sehr viel aufnehmen kann. Da ich immer in einer Gruppe unterwegs bin und ich denen natürlich nicht aufzwingen will, dass sie gehört werden. Ja, ist das natürlich blöd, deswegen nehme ich das nie auf. Aber sind schon coole Sachen bei rumgekommen. Würde sich also lohnen eigentlich, solche Sachen mit aufzunehmen. Aber naja, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wie ihr das gerne wollt. Ja, ansonsten ist ja so ein komisches Programm rausgekommen, wo ich auch noch jede Menge Streitereien drum hatte. Wo man die ganzen Viecher überall sehen konnte. Auf der ganzen Karte und überall scannen konnte. Für mich ist das reine Cheaterei. Ich werde das auch nicht weiter ausbauen. Wir gucken uns erstmal an, was da gerade schlüpft. Ich hoffe, der Wind ist jetzt gar nicht zu doll. Wir laufen gerade durch so einen Gang durch. Uiuiui, ui, ui, das ist cool. Das ist mein zweites. Oh, ein verdammt hohes. Nur noch ein paar Punkte. Dann haben wir ein Galopper, ist das, glaube ich, ne? Da geht es auch schon weiter. Konnten nicht drehen. War es nicht so schlimm. Ja, das ist auch cool. Allgemein in meinem Gebiet sind so die Elektro-Pokémon ziemlich rar. Finde ich nicht so toll. Aber, naja, was willst du machen? Man nimmt halt das, was man kriegt. Irgendwie sind hier eher so die Wasserviecher aktiv. Macht halt wenig Sinn, denn auch Wasserviecher zu haben. Ich hätte dann gerne eher irgendwelche Pflanzenviecher, aber naja. Wenn ich keine finde, finde ich keine. So, schauen wir mal. Warum macht er dich jetzt? Ja. Kann ich mir hier gleich gemütlich auf den Bordstein setzen und die Arena hier noch plätten. Ich denke, dann haben wir auch genug geschafft. So, mal gucken, ob wir nahe noch rankommen. Hier hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. So. Ja, hier laufen halt ein paar mehr Leute rum. Ich finde mich einfach damit ab. Huch. Ich finde mich einfach damit ab, dass jetzt viele Leute rumlaufen und ich mit euch rede. Was man nicht alles tut, ne? Ja, es ist halt nichts Besonderes drin. Ich werde mal mein mein Relaxo wieder ein bisschen aufpushen. Ich nehme jetzt auch glatt den großen Trank. Es läuft gerade auch nicht so rund, muss ich sagen. Man merkt es auch. Flüssig ist anders. Es lädt sehr lange. Das war gestern nicht der Fall. Vielleicht ist es auch wegen dem Aufnahmeprogramm, aber es ist nicht so schlimm.
Ja, war jetzt glaube ich blöd, dass wir das rausgenommen haben. Das lag so für das Vieh. Wir werden gleich mal changen. Ich möchte nämlich mal das hier ausprobieren. Sichler ist wahrscheinlich da effektiver. Mal sehen. Boah, die Attacken sind auch heftig. Zumindest sauschnell. Da ja, was Sichler geht, auf jeden Fall ordentlich dauern, da muss ich aufpassen. Also ich weiß nicht, mit den normalen Attacken ist halt immer blöd. Also mit den Spezialattacken. Tja, irgendwie will das Vieh nicht fallen. Ja, endlich. Geht doch. Ja, also Sichler ist nicht allzu stark, habe ich das Gefühl. Ich krieg's auch, glaube ich, nicht höher gelevelt. Irgendwo da ist halt die Grenze. Aber es haut schon ordentlich rein, ne? Muss man ja mal sagen. Mit so wenig Leben zieht es das Taubos ja ordentlich runter. Ist ja schon fast platt. So, dann nehmen wir mal unser Lamus. Schauen wir mal, was das kann. Ah, Jovas, na klar, du bist tot. Hör mal auf. Geht doch. Was haben wir hier eigentlich als zweite Attacke? Das ist glaube ich nicht effektiv. Nicht so. Egal. Hier haben wir noch unsere normale Primärattacke mit der. Man kann natürlich auch immer schön ausweichen, wenn man will. Bin gespannt, wie es dann wird, wenn man dann mit anderen Trainern quasi sich duellieren kann. Soll ja dann Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats kommen. Wäre natürlich cool. Könnte sein, dass wir jetzt den Bug haben, dass ich da jetzt gar nicht mehr reinkomme und da jetzt weitermachen kann. Möglich wäre es. Zweimal müssen wir noch. Aber wir haben ja jede Menge da zum Austauschen. Das heißt, wir brauchen uns da keine Sorgen machen. Ich brauche die jetzt nicht aufpushen, die jetzt halt ordentlich was abgekriegt haben oder K.O. sind, die bleiben halt erstmal K.O. Auf dem Rückweg mache ich sie dann wieder fit. Aber jetzt gerade ist es nicht wichtig. Ja, ihr seht, das geht ja auch rucki zucki down. Da muss man sich ja keine Gedanken machen. Muss halt nur aufpassen, dass nicht hinter mir jetzt wieder eingenommen wird. Kriege ich nämlich nicht meine 20 Taler. Kannst du mal aufhören, deine Attacken noch zu spammen, wenn du schon tot bist? So. Setz dich mal auf, das Vieh. So, und dann kommt noch eine Runde und dann haben wir schon. Dann sind wir soweit. Ja, ich muss auch sagen, so von den Startern habe ich bisher immer nur Schickis gesehen. Lumanda noch gar nicht. Und dieser Samen erst recht nicht. Was ich sehr eigenartig finde, aber naja. Man kann sich das ja nicht aussuchen. Wenn es nicht kommt, dann kommt es nicht. Ach, das. Ich dachte, wir müssen nochmal. Aber okay. Gibt Ruhe da. So, dann setzen wir mal was rein. Was setzen wir rein? Setzen wir ihn rein. Warum nicht? Hat er den jetzt genommen? Sieht irgendwie nicht so aus. Tja, da sieht man halt, es läuft halt nicht immer rund. Zum Beispiel nicht. Da ist drin. Das heißt, wir können jetzt unser Knöpfchen drücken. Wer es nicht kennt, oben in den Shop gehen. Ja, die muss man manchmal zweimal laden.
dann sollte er aber eigentlich laufen. Oder auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Normalerweise läuft es halt echt rund, aber gerade nicht so prall. Entweder halt liegt es am Aufnahmeprogramm oder daran, dass die Server entweder schon wieder platt sind oder allgemein jetzt gerade wieder ein Ansturm ist und alle zocken wollen. Wie gesagt, der Server war ja einmal kurz aus und seitdem läuft er nicht mehr so rund. Ich würde auf jeden Fall gerne noch wenigstens mein Premium-Gedöns abholen. Das wäre echt nett. Tja, sieht aus, als ob es komplett abgeschmiert ist jetzt. Starten wir neu, habe ich kein Problem mit. Wenn es denn startet. Naja, bis das wieder an ist, dann ist es wahrscheinlich schon wieder so weit, dann hat irgendeiner die Arena eingenommen. Ist ja nur auch nicht schwer, wenn ein Pokémon drin ist, dann wird das halt überrannt. Wenn einer 2 oder 3000er hat, dann hat sich das schon erledigt für mich und reichen ja schon 500er. Wenn sie denn noch vom richtigen Typ sind, dann ist da für mich Sense. Ja, es sieht nicht so aus, als ob wir nochmal reinkommen. Ich hoffe, ich kriege noch meine Talas. Ich würde mich jedenfalls extrem drüber freuen. Oh doch, wir kommen rein. Los, komm. Jawohl. Zack, oben rechts gedrückt. Und Talerchens abgeholt. Ja, ich würde sagen, dann machen wir hier dicht. War auf jeden Fall wieder eine schöne Runde. Tut mir leid, dass halt nicht so viel kommt. Es liegt halt wie gesagt einfach daran, dass ich nicht weiß, wie ich es am besten aufnehme. Weil ich meistens immer mit anderen Leuten unterwegs bin und nicht alleine. Aber vielleicht werde ich dann einfach mal die seltene Situation, wo ich dann mal allein unterwegs bin. Aber dann können wir halt manchmal vielleicht auch nichts machen, aber wir laufen halt rum. Dann werden wir die halt, wo werde ich die halt nutzen und aufnehmen. Und erzähle dann ein bisschen. Ja, ich werde mich jetzt da wieder lang begeben, an der Arena vorbei und ab nach Hause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Dann seid dabei, wie es Neues kommt. Und Sekunde, das holen wir uns noch. Weil wir es können. Oder auch nicht. Können wir es nicht? Können wir doch. Puh. Höher ging nicht, hä? Bin mir doch nicht so sicher, ob wir das können. Ich will dafür jetzt keinen Hyperball verschwenden. Ich habe nur noch 10 Stück. Und es gibt durchaus... kennt ihr das, wenn man geradeaus werfen will und wenn man zu weit hochkommt mit dem Finger? Während des Laufens ist kacke, ich bleib mal stehen. Wenn man dann zu weit nach oben zieht, dann macht er halt diesen tollen Andreher. Was war denn das? Hast du das gesehen? Hat das jetzt dreimal, das hat doch nicht dreimal gewackelt. Das war einmal nur, oder? Okay, das war eigenartig. Aber naja, wir wollen uns nicht beklagen. Über gute Bugs kann man sich ja freuen. Aber das war jetzt eigenartig. Das habe ich bisher noch nie gehabt. Ich gucke mir das in der Aufnahme nochmal an. Normalerweise wackelt das nämlich dreimal. Ja. Dann würde ich sagen, war es das. Na komm. Dann war es das und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.